Herzlich willkommen, 2013, Republika. Philipp Banse ist mein Name, ja, ganz herzlich willkommen. DCTP-TV überträgt hier jeden Tag live Interviews, Gespräche mit guten Teilnehmern, mit Gästen. Die Videos, einige landen dann auch auf der Homepage, auf der Startseite von der Republika. Wir machen den Anfang immer am Tag mit einem kleinen Ausblick auf den Tag mit Vertretern, mit Machern von der Republika. Heute am ersten Tag sind da Andreas Gebhardt, ganz herzlich willkommen, und Johnny Häusler. Hallo. Vom Organisationsteam der Republika. Ja, sag doch mal, 2013, was ist neu in diesem Jahr, Andreas? Na, in diesem Jahr haben wir uns stark darauf nochmal konzentriert, mehr internationale Teilnehmer und Programm zu machen. Also das liegt uns ja schon seit Jahren am Herzen, eben aus dem deutschen Blogger-Umfeld raus, immer weiter in die Welt und die Welt zu uns einzuladen. Und das ist uns dieses Jahr gelungen. Mehr als 50 Nationen sind hier vertreten unter den Teilnehmern, unter den Speakern. Das manifestiert sich einerseits so ein bisschen mit einer gehobenen Relevanz. Das European Enterprise Network zum Beispiel der EU-Kommission macht sein halbjährliches Meeting hier, wo es um ICT geht. Da sind, glaube ich, 28 verschiedene Cluster-Manager vor Ort. Wir haben eine Global Innovation Launch, wo aus Afrika und aus Asien insgesamt, glaube ich, 20 Innovationshubs vorgestellt werden, die dort vor Ort sind. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist so ein Raum, wo dann diese einzelnen Projekte vorgestellt werden. Genau, also hier gibt es einen großen Stand, da stellen die sich vor und die haben ganz unterschiedliche Ansätze. Das ist auch das Spannende, wie man jetzt in Accra oder irgendwo in Lateinamerika sowas wie ein Beta-Haus, sowas wie ein Kreativzentrum halt aufbauen kann und mit den unterschiedlichsten Bedingungen, die vor Ort auch sind. Und das wird hier ausgetauscht, das heißt, sie diskutieren hier darüber und das halt gemischt mit unserer spannenden normalen Besucher- und Speaker-Runde ist ja absolute Neuerung und da freue ich mich total, weil wirklich aus der ganzen Welt die Leute eingeflogen sind und das ist echt toll. Ja. Wir sind ja hier in der Station in Berlin-Kreuzberg. Das war letztes Jahr das erste Mal hier. Jetzt habt ihr das noch ein bisschen modifiziert, ein bisschen aufgehübscht, Johnny. Was sind denn so heute am ersten Tag aus deiner Perspektive, so vielleicht im Saal 1, so die Speaker-Highlights, die dir besonders am Herzen liegen? Na, die Eröffnung muss man unbedingt sehen ab 10 Uhr. Also wer jetzt noch nicht da ist, der muss sich beeilen. Ich bin heute selber ziemlich beschäftigt, weil ich mich um einige Vorträge und Talks kümmere. Es gibt, das ist nicht auf der Bühne 1, sondern auf Bühne 2, die sehr junge Republika diesmal mit so ein paar YouTube-Stars, die wir gewinnen konnten. Nicht ganz so einfach, wie man denkt übrigens, die Videomenschen auf eine Bühne zu kriegen. Und wir sind da ganz stolz drauf und sehr froh darüber, dass wir also ein paar von diesen sehr jungen YouTube-Clip-Macherinnen und Macher hier haben, um mit denen mal darüber zu reden, dass da ja eine Generation ist, die mit einem Smartphone aufgewachsen ist und die völlig an uns Bloggern und Social-Media-Leuten irgendwie vorbeigezogen ist und nicht nur wahnsinnig viele Menschen erreicht, junge Menschen erreicht, sondern nebenbei dann auch noch die ein oder andere Mark macht. Aber die sind nicht so, dass du dir eine Mail schickst und sagst, komm mal her, hier. Nee, ganz so einfach ist es nicht. Es war echt schwierig. Also ich glaube, wir haben ungefähr versucht, 12 Leute zu kriegen. Jetzt sind es 3, also, weil die anderen alle nicht wollten, abgesagt haben, nee, dann doch nicht und so. Es ist dann doch was anderes, scheinbar in eine Kamera zu reden. Ist scheinbar völlig natürlich, aber auf einer Bühne zu sitzen. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Republika, ich habe gestern ein Video gesehen von einem Gast, der dann so seine Community auf YouTube angesprochen hat, gesagt, ja, ich bin auf der Republika, da sind aber ganz viele Erwachsene. Das war echt sehr nett. Und dann freue ich mich auf das Gespräch mit Graham Linehan, dem Autor von IT Crowd und Black Books und Father Ted, wo wir hoffentlich eine Stunde interessantes und köstliches Gespräch über britischen Humor und Humor im Generellen haben werden. Ja. Günter Dück ist wieder dabei. Ist auch wieder dabei. Worüber redet der ungefähr? Ich glaube, alles neu. Muss alles anders werden. Und, genau, das war letztes Mal auch so. Ja, und was Andreas gerade schon erzählt hat über die Internationalisierung, diese Märkte sind ja wahnsinnig interessant. Also gerade Afrika, die haben ja ganze Entwicklungsstufen übersprungen. Also das, was wir alles hatten mit verkabeltes Internet und langsames Internet erst oder so, also die sind quasi sofort ins mobile, drahtlose Netz reingesprungen. Und das bedeutet natürlich auch einiges, was für die Startups da vor Ort.
Und was da auf die Beine gestellt wird, ist, glaube ich, eines der spannendsten Länder der Zeit, Afrika, hinsichtlich der Entwicklungen im Netz. Genau. Sag nochmal, es gibt ja auch wieder ein paar Subkonferenzen. Mhm. Worum geht es bei denen, Andreas? Naja, also heute startet auch die Recampaign. Da geht es für Non-Profit-Organisationen darum, die besten Kampagnen im Netz sich anzuschauen. Also was passiert da eigentlich so in diesem ganzen Kontext? Das ist ganz spannend, dass wir das wieder reintegrieren konnten. Die sind vor ein paar Jahren mal gestartet, haben das dann so ein bisschen als Spin-off gesehen und sind jetzt wieder integriert in die Veranstaltung, weil wir gedacht haben, das passt gut zusammen. Heute gibt es auch wieder den Banking Block Award zum zweiten Mal, wo es halt um Finanzblocks geht, also ganz hochspannendes Thema auch. Auch darum wird es halt Diskussionen geben und auch ja, die Frage halt, gute Technologie, schlechte Technologie, da haben wir halt auch eine Subkonferenz dieses Mal wieder mit der Bundeszentrale für politische Bildung, wo es darum geht, Technologien, wie wir sie sehen, sind ja sehr unterschiedlich einsetzbar, Drohnen zum Beispiel oder anderes und da soll mal so ein bisschen abgewogen werden, so ein bisschen Technikfolgeabschätzungsdiskurs und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist das ganze Thema Drosselkommen und Drosselung von Internetzugängen. Ich musste da gerade schon ein bisschen schmunzeln, als du meintest, dass Afrika hatte sowas übersprungen hat. Bei uns ist es jetzt auch so, dass es halt wieder in die andere Richtung geht. Also das ist natürlich ein Thema, was hier nicht nur auf den Gängen, sondern auch in verschiedenen Sessions zum Thema Netzneutralität und Netzpolitik allgemein eine Rolle spielen wird, weil es so aktuell ist auch. Inside Out ist dieses Motto. Was stellt ihr euch da drunter vor, Johnny? Naja, es geht darum, irgendwie öfter mal die Perspektive zu wechseln. Also klar, die Frage ist ja immer, wer ist denn Inside und wer ist Outside? Wir stellen ja an Debatten zum Beispiel zu den Themen Netzneutralität fest, dass in dieser Netzblase, in der wir uns teilweise befinden, ist das ein Riesenthema, aber im Mainstream ist das überhaupt nicht angekommen. Und seit 7 Jahren, jetzt reden wir über die Wichtigkeit von Netzneutralität. Es ist aber kein Thema, was man wirklich in die Mitte der Gesellschaft so leicht kriegt. Und deswegen muss es von innen, wenn man das so sieht, nach außen gehen. Oder wir müssen uns mal fragen, ob wir nicht außen sind und so. Also dieses Wortspiel zeigt halt einfach, dass man die eigene Perspektive auch immer mal wieder in Frage stellen muss. Und auch die Themen. Okay. Wer nicht hier sein, gibt es eigentlich noch Tickets? Kann man vorbeikommen hier in Kreuzberg, sich das angucken. Wer nicht anreisen will, der kann sich einen Livestream anschauen. Wird da gestreamt? Die Hauptbühne wird gestreamt und wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr, ich glaube, 5 Bühnen werden gefilmt und sehr zügig auch online verfügbar sein. Das heißt, der Livestream ist die Hauptbühne. Genau, man kann ja auch nur einen gucken und deswegen machen wir da, wo halt die Hauptthemen halt gesetzt werden. Auch da spiegeln sich die ganzen Sachen, die wir eben genannt haben, halt wieder so. Also es ist nicht nur Günter Dück oder dein Kamin. Dein Kamin-Talk, das sind ja schon eher so die, wer weiß, nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, das ist ja schon fast so futuristisch. Ne? Es geht jetzt los mit Hirschman zum Beispiel, wo es halt eben um diese Innovationshubs in Afrika geht, das spiegelt sich dann wieder und das ist ja so ein bisschen unser Schaufenster nach außen. Okay. Und der Rest kann dann nachgeguckt werden, später auf unseren Kanälen, auch in Ruhe, weil es ist auch für unsere Besucher wichtig, weil ich habe eben draußen schon kurz scherzhaft gesprochen, 3D-Drucker mal ein bisschen schneller vorankommen, damit man sich auch hier teilen kann, weil so viele Sessions parallel sind, die man gerne sehen möchte. Ja. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr, aber... Genau, aber das ist immer schön zu wissen für die Teilnehmer auch, dass das hinterher dann alles online stehen wird. Genau. Gut, okay, ich würde sagen, für den Anfang, als ersten Ausblick auf den ersten Tag, belassen wir es dabei. Wir sehen uns dann, einer von euch wird dann morgens hier immer auflaufen. Die Gespräche, die ich hier mache, die sind bei DCDP TV zu sehen oder auf der Republika-Seite zum Teil. Livestream aus dem Saal 1 gibt es auch bei der Republika-Seite und bei DCDP TV streamen wir das so live, was ich hier so den ganzen Tag über veranstalte und mit den Leuten, mit denen ich spreche. Okay, einstweilen, Andreas, Johnny, herzlichen Dank. Viel Spaß und schöne 3 Tage. Viel Spaß euch auch. Bis später. Okay, bis später. Bis dann.